So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Zock'n'Roll von Jörg von Rüden. Das Zockerspiel für Kniffelfans mit Durchblick, mit besonderen Bechern, wie man hier auf dem Foto schon sieht. Da kann man einfach durchgucken. Die haben unten ein Loch. Und wenn man es ganz simpel ausdrücken will, dann verknüpft einfach dieses Spiel Kniffel mit Texas Hold'em Poker. Jeder hat so seinen Würfelbecher, den stellt man vor sich hin. Dann würfelt man da rein. Ich mache das jetzt bei ihm hier offen. Das heißt, ich habe eine 5 und eine 1. Ich sehe nicht, was die anderen Leute gewürfelt haben. Die werfen ihre Würfel auch jeweils in ihren Becher. Und da kann man dann im Idealfall nicht reingucken. Ich spiele gegen Dave und gegen Po. Und dann werden zuerst 3 Würfel gewürfelt. Jetzt kann man halt überlegen, ob man damit irgendwie was kombinieren kann oder nicht. Oder wie die Chancen für die Zukunft aussehen. Ich kann auch schon sagen, na, ich denke, ich hole nicht mehr so viel raus, ich steige aus. Dann würde ich jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt aussteigen würde, hätte ich ja 3 Fünfen. Das heißt, ich würde einfach bei Dreierpasch das Ding hier quasi ausmalen und da mein Ding reinmachen. Und in der ersten Runde ausgestiegen auch. Das heißt, es gibt auch nochmal Sonderpunkte. Zwar nicht ganz so viele, aber immerhin gibt es Punkte. Oder ich kann das hier auch wieder wegmachen und könnte sagen, nee, ich glaube, da habe ich richtig gute Chancen auf mehr. Dann werden die anderen der Reihe nach gefragt, ob die aussteigen wollen oder nicht. Und in dem Fall jetzt würde Dave einfach sagen, nee, er bleibt auch mal drin, das sieht ganz gut aus. Und dann würde hier Po gefragt werden, ob er drin bleiben möchte oder rausgehen möchte. Und er sagt auch mal, ach, wisst ihr, ich glaube, ich bleibe auch mal drin. Ich habe hier eigentlich den auch mal, aber ich lasse es bei mir mal offen. Na, so könnt ihr auch bei mir reingucken. Dann wären wir im zweiten Durchgang, dann würde noch ein Würfel gewürfelt werden und oh, wir sehen noch eine 5 und wir sehen auch, ich habe schon eine 5. Das heißt, wenn jetzt, also ich habe schon ein Viererpasch, das ist schon das zweithöchste, was es gibt. Und wenn noch eine 5 gewürfelt wird, dann habe ich einen Kniffel, das wäre natürlich richtig super geil. Jetzt können die anderen auch wieder überlegen. Und Dave sagt sich einfach, ja, das sieht schon, er sagt einfach mal, nee, wisst ihr was, das ist mir zu heikel, ich bin raus. Dann hebt er seinen Würfelbecher hoch und er hat ja jetzt ein Full House, ne? Er hat hier quasi 2 Dreien und 3 Fünfen, das ist ein Full House. Also darf er sich jetzt hier bei dem Full House einen so einen Marker hinmachen. Das heißt, er hat jetzt schon 1 mal 5 Punkte. Am Ende guckt man immer, wie viele von diesen Kreisen hat man angestrichen. Und das mal der Zahl, die daneben ist, bekommt man dann quasi multipliziert. Das wird alles addiert. Und am Ende, wer die höchste Punktezahl hat, gewinnt. Das gucken wir uns gleich am Ende auch nochmal an. Dann ist ja auch noch Po drin. Und Po sagt sich jetzt, ach, nee, ich würde gerne noch drin bleiben. Und ja, dann kommen wir zur dritten und letzten Runde. Da wird dann der letzte Würfel gewürfelt und es ist eine 1. Jetzt heben wir einfach alle unsere Becher hoch und nur wer das höchste Ergebnis hat, der gewinnt. Das heißt, ich habe ja jetzt sowohl ein Full House als auch einen Viererpasch. Da könnte ich mir sogar aussuchen, was ich nehmen möchte. Und dann würde ich hier Po seinen Würfelbecher hochnehmen und hat eine 2 und eine 4. Wenn man da jetzt mal hinguckt, was man da so kombinieren kann, dann sieht man einfach, dass er, ja, eine 1, 2, 3, 4, 5 hat. Das ist eine große Straße. Das ist aber weniger als ein Viererpasch. Daher bekommt Po jetzt für diese Runde gar nichts. Er kann auch nirgendwo irgendwie was ankringeln. Das heißt, er hat einfach gar keine Punkte gemacht. Das ist eben das Risiko, wenn man bis zur letzten Runde drin bleibt. Und ich habe ja jetzt meinen Viererpasch. Das heißt, das sind schon mal richtig viele Punkte. Jetzt in dem Moment auf jeden Fall erstmal 9. Und ich habe die dritte Runde gewonnen. Dafür kriege ich auch nochmal Punkte. Und zwar so viele. Ich gucke da am Ende, wie viele Punkte habe ich hier schwarz gemacht. Dann gucken wir Spieler. Wir sind momentan 3. Also würde ich dann 3 mal das bekommen, was ich hier angekreist habe. Und das sind ja meine Punkte. Aber eigentlich, das habe ich euch jetzt auch nicht gesagt, das habe ich hier auch noch nicht vorbereitet. Wenn man zu dritt spielt, dann spielt man quasi gegen einen virtuellen Spieler. Dafür werden vor der ersten Runde da einmal Würfel reingewürfelt. Und da darf auch keiner reingucken. Das heißt, es sollte immer so weit wegstehen oder abgedeckt werden, dass da keiner reingucken kann. Und wenn dann die letzte Runde durch ist, dann wird einfach dieser Würfelbecher hochgenommen. Und wenn der dann gewonnen haben sollte, dann verlieren alle anderen und kriegen keine Punkte. Das heißt, der wird hochgenommen, geguckt und wir sehen schon, er hat keinen Kniffel, er hat keinen Viererpasch. Das heißt, an meinem Sieg in Anführungszeichen ändert sich nichts. Und ja, das wäre schon ein ganzer Durchgang. Das geht, wenn man nicht so viel dabei sammelt, auch noch deutlich schneller. Und jetzt wollen wir wieder die nächste Runde beginnen. Das heißt, hier würden wir einfach Würfel reinwürfeln und keiner guckt, was wir da haben. Dann nimmt jeder von uns wieder seine Würfelbecher. Jeder wirft da seine Würfel rein, ohne dass die anderen irgendwie gucken können. Ich mache das auch bei mir. Würfel da rein, da seht ihr, was ich habe. Und dann nehmen wir wieder nur 3 Würfel und würfeln die und sehen, aha, na, eine 6, eine 4 und eine 3. Und ich war ja letzte Runde Startspieler, also ist jetzt Dave offiziell der Startspieler, der gewürfelt hat. Und jetzt muss der erstmal überlegen, bleibt er drin oder geht er raus?
Und er sagt sich einfach, nee Leute, ist mir zu heikel, ich gehe raus. Vielleicht hätte er was draus werden können, vielleicht auch nicht. Das heißt, er würde jetzt in dem Fall einfach nur ein Paar bekommen, weil er hat ja eine zwei Vieren und das war's. Und er ist in der ersten Runde ausgestiegen, also darf er auch hier einen Kringel machen. Nur da kriegt man eben am Ende maximal 2, 4, 6 Punkte, weil man kriegt Anzahl der Kringel mal 1, also 6. Aber immerhin. Sobald irgendwer, also wenn jetzt Dave noch ein Full House machen würde, würde er hier seinen Kringel hinmachen, beim nächsten Full House da und so weiter. Sobald irgendein Spieler von irgendwas den sechsten Kreis ankringelt, ist das gesamte Spiel für alle zu Ende. Das dauert in der Regel schon so eine halbe Stunde, je nach Spielerzahl. So ein Po denkt sich jetzt, ach, das ist ja eigentlich alles ganz gut, ich bleib auch mal drin. Ich mit meinem Würfler geht uns sowieso drin, weil das sieht ja auch super gut aus. Also wird dann einfach gewürfelt. Jetzt kommt da noch eine 3 zu. Jetzt müsste dann, glaube ich, sogar Po als Erster überlegen, ob er drin bleibt oder rausgeht. Und er sagt sich, wisst ihr was, das sieht richtig, richtig gut aus. Da kann man sich auch ein bisschen blöffen und ne, versuchen, den anderen irgendwie rauszukicken. Und sagt, nee, wisst ihr was, ich bleib drin. Ich denke mir, okay, ich habe schon ein Full House. Wenn da noch eine 3 gewürfelt wird, kann ich sogar einen Viererpasch bekommen. Eine große Straße. Ist natürlich auch, also könnte Po auf jeden Fall haben, wenn er da jetzt noch eine 2 liegen hat und eine 5 oder sowas gewürfelt wird. Aber ich denke mir, nee, das sieht so gut aus, ich bleibe auf jeden Fall drin. Dann wird gewürfelt und es kommt noch eine 3 dazu. Dann, ne, letzte Runde, wir heben alle gleichzeitig unsere Becher hoch. Ich sage, juhu, hier, guck, geil. Ich habe wieder einen Viererpasch, richtig geil. Und dann hebt Po seinen hoch und er hat genau das gleiche wie ich. Er hat auch eine 3 und eine 4. Damit haben wir beide den Viererpasch mit 4 Dreien voll. Und dann, bevor wir jetzt irgendwas eintragen, wird noch geguckt, was liegt hier. Und da sehen wir, oh, 2 Sechsen. Das ist höchstens ein Full House oder ein Dreierpasch. Das heißt, damit hat Jörg der Zocker, wie er so schön heißt laut Regel, nicht gewonnen. Also wird der auch wieder nicht gewertet. Und wir können schon mal die Würfel für die nächste Runde da reinwürfeln. Das heißt, jetzt würde ich mir hier wieder den Viererpasch ankreuzen. Und Po dürfte das bei sich auch. Aber oben für die dritte Runde bekommt jetzt keiner was, weil mehrere Spieler das gleiche höchste Ergebnis hatten. So, also kriegen wir alle unsere Würfelbecher wieder. Alle Spieler würfeln da rein, gucken, was sie haben. Wir nehmen hier wieder 3 Würfel und haben da eine 6, eine 5 und eine 4. Das ist natürlich gut. Ich habe auf jeden Fall schon mal wieder einen Dreierpasch. Das ist natürlich geil. Wenn noch 2 Vieren kommen, kann ich da natürlich richtig viel rausholen. Ich bleibe mal wieder drin. Dave sagt sich, Leute, ich bleibe auf jeden Fall drin. Bei mir läuft es richtig gut. Und Po guckt hier bei sich rein und sagt sich, ach, ich guck mal, was noch so kommt. Das heißt, keiner ist in der ersten Runde ausgestiegen, keiner bekommt den Bonus. Also, wobei eigentlich hätte auch Po zuerst sagen müssen, ob er aussteigt oder nicht. Wie gesagt, das wechselt immer. Es kommt noch eine 5 dazu. Das erhöht bei mir jetzt natürlich in erster Linie mal die Chancen auf ein... Also, ja, ich hätte jetzt natürlich ein Full House. Ein Full House ist okay. Aber es gibt eben noch eine große Straße, ein Viererpasch. Auf einen Viererpasch habe ich keine Chance. Naja, aber das ist egal. Zuerst wird mal Po gefragt, was er macht. Und er sagt sich, ach Leute, wisst ihr was, reicht, ich habe jetzt einfach nur ein Paar, weil da eben ja die beiden Fünfen liegen. Er selbst hat nichts, was er damit kombinieren kann, aber die Chance, dass er noch irgendwas bekommt, ist seiner Sicht relativ gering. Also kreuzt er sich einfach ein Paar an, so hat er immerhin Punkte und würde wahrscheinlich, wenn er jetzt noch eine Runde warten würde auf Runde 3, die Chance, dass er das Ding gewinnt, ist relativ gering und dann würde er halt wirklich gar keine Punkte bekommen. So sind es immerhin 2. So, ich überlege mir jetzt, ich habe ein Full House, sind auch gute Punkte. Ich höre einfach mal auf und steige aus. Und ja, jetzt wird aber dann trotzdem noch die dritte Runde gespielt. Das heißt, es wird noch ein Würfel dazu genommen. Dave hat jetzt automatisch, er kriegt hier nochmal die Bonuspunkte. Deswegen ist auch ganz gut, dass es nicht so super viel sind, weil die kriegt man manchmal einfach automatisch. Er lüftet dann seinen Becher und er hat eine 2, 3, 4, 5, 6. Das ist eine große Straße, das sind einmal 6 Punkte. Das ist natürlich richtig geil für ihn. Aber was man natürlich dann auch gerne vergisst, ist auch so ein bisschen holprige Regel, weil man kann das mit diesem Jörg der Zocker, also dem fiktiven Spieler, machen. Oder auch nicht. Ich glaube, es schadet dem Spiel nicht so, wenn man das weglässt. Aber wenn man es möchte, kann man es natürlich auch machen. Wir heben das hoch. Und ja, das ist höchstens ein Drilling. Das heißt, da wäre auch nichts passiert. Und jetzt zeige ich euch noch eine letzte Runde. Und danach gucken wir uns mal die Wertung an. Und dann wisst ihr, glaube ich, wie das Spiel funktioniert. Also würfelt jeder wieder in seinen Würfelbecher. Ich mache das auch mal. Wir nehmen hier wieder nur 3 Würfel. Und guck mal, was wir da gewürfelt haben. Eine 1 und 2 Fünfen. Aha, ich habe eine 5 und eine 4. Das wäre immerhin ein Dreierpasch und das wären 4 Punkte. Ja, auch wieder die Frage, ne? Drin bleiben oder rausgehen? Da könnte halt noch eine 5 kommen oder auch nicht. Ich bin jetzt sogar auch wieder regulär Startspieler. Also sage ich mal, ach, Leute, ich bleib drin. Dann wird Dave gefragt, was er machen möchte. Er sagt sich, oh Leute, ich nehme das mit.
ich gehe mal früh raus. Das heißt, er hat zwei Paare, ne? Zwei Einsen und die beiden Fünfen, die da liegen. Also kreuzt er das hier an. Das sind immerhin 3 Punkte. Und weil er in der ersten Runde ausgestiegen ist, sind das de facto sogar insgesamt jetzt gerade 4 Punkte. Po sagt sich wieder, ach Leute, dann kommt die nächste Runde. Wir würfeln und haben noch eine 3 dazu. Ne? Das kombiniert sich jetzt mit meinen Würfeln natürlich noch gar nicht so super gut. Ich habe immer noch einen Drilling, einen Dreierpasch und Po... Ja, aber ich bin ja wieder Startspieler, das heißt, ich muss wieder zuerst überlegen, was ich mache. Und Po hat so ein Pokerface. Wenn er guckt, er lässt sich nichts ansehen, sein Gesicht ist einfach starr. Und da habe ich einfach mal Angst und steige aus, ne, habe einen Drilling, mehr nicht, aber immerhin Dreierpasch. Ich kriege hier keine Sonderpunkte dafür, aber ich bekomme immerhin Punkte. Damit schenke ich jetzt natürlich Po auf jeden Fall Punkte. Und ja... Gucken wir mal, was er bekommen würde. Das heißt, wir würfeln noch den letzten Würfel. Das heißt, jetzt haben wir hier dieses Ergebnis. Er hebt seinen Würfelbecher hoch und wir sehen, er hat einfach nur einen Drilling, einen Dreierpasch. Damit bekommt er einmal hier Punkte, die 3. Und dann noch den für dritte Runde gewonnen. Das sind ja auch nochmal 3 extra Punkte. Das heißt, insgesamt hat er jetzt sogar 7 Punkte bekommen. Und ich habe mir für meinen Dreierpasch 3 Punkte bekommen. Das ist nicht ganz so schlimm. Und so wird das Spiel jetzt immer weitergehen. Gerade mit Mehrspielern ist natürlich immer die Frage, rausgehe oder nicht, riskieren oder nicht. Da kann es eben auch oft passieren, dass man gar keine Punkte bekommt. Also in der Runde jetzt hier würden wir natürlich auch erstmal wieder gucken, was hat Jörg der Zocker gemacht. Und er hat ja auch nur 2 Paare und sonst nichts. Das heißt, da passiert nichts. Wie gesagt, die Variante kann man mitmachen, ist für 3 vielleicht gar nicht schlecht, aber man muss da eben auch immer dran denken. Ich kenne mich, ich denke an sowas nie. Aber ja, gucken wir uns mal die Schlusswertung an. So, angenommen, das wäre jetzt die Schlusswertung hier. Ich bin in Runde 1 ausgestiegen. Das heißt, die anderen spielen diesen einen Durchgang, die 3 Runden noch zu Ende und bekommen dann ihre Punkte dafür oder auch nicht, wenn sie gar keine Punkte bekommen. Und dann wird geguckt. Ich habe hier 6 Stück. Das heißt, ich bekomme hier 6 Punkte. Hier, ich habe insgesamt 3 Mal es geschafft, ein Paar zu haben. Das wird mal 2 multipliziert. Also bekomme ich dafür auch 6 Punkte. Ich hatte einmal 2 Paare. Dafür bekomme ich dann 3 Punkte. Ich muss das nachher auch noch selber lesen können. Dreierpasch hatte ich 2 Mal. Das gibt 8 Punkte. Ein Full House hatte ich nur 1 Mal, dafür bekomme ich dann 5 Punkte. Eine große Straße hatte ich 4 Mal, das sind immerhin 24 Punkte. Ein Viererpasch hatte ich 3 Mal, das sind 18 Punkte. Ein Kniffel hatte ich gar nicht. Und ich habe nur 1 Mal die dritte Runde gewonnen, also ich bin immer vorzeitig ausgestiegen. Das heißt, dafür würde ich jetzt, da wir zu dritt spielen, einfach nur 3 Punkte bekommen. Und dann würden wir das alles addieren. Das heißt, ich hätte 3, 21, 45, 50, 58, 61 und 12 sind 73 Punkte. Und das wäre mein Ergebnis, das wir mit den Ergebnissen der anderen vergleichen würden. Und dann hätten wir einfach einen Sieger. Und es empfiehlt sich immer am Ende, am besten mit einem feuchten Tuch oder mit dem Finger mit ein bisschen Spucke, das hier schnell wieder abzuwischen, weil wenn man das drauf lässt und beim nächsten Mal kann das sein, dass das ein bisschen schwierig ist, das wegzukriegen. Und ich finde es auch ganz gut, dass sie das hier mit diesen Stiften gemacht haben, die man eben so abwischen kann, weil so ein Block, der ist dann halt doch relativ schnell leer gespielt, den muss man neu kaufen und das Ding hier hält. Und solche Stifte gibt es ja mittlerweile in ganz vielen anderen Spielen auch. Also wenn die irgendwo mal austrocknen sollten und nicht mehr gehen sollten, ich habe keine Ahnung, wie lange so die Haltbarkeit von denen ist. Alle Spiele, die ich habe, die mit solchen Stiften sind, da funktionieren die immer noch. Also wird das, glaube ich, eine ganz gute Sache sein. Und ja, das ist Zock'n'Roll. Das kann man eben auch super gut mit in den Urlaub nehmen. Das kann man im Zug spielen, das kann man im Freibad spielen, das kann man sonst wo spielen. Wenn man irgendwie eine Unterlage zum Würfeln braucht, dann naja, kann man zumindest die offiziellen Würfel einfach in die Spielschachtel würfeln und die anderen Leute müssen ihre Würfelbecher, irgendwo wird man so einen kleinen Würfelbecher auf jeden Fall immer hinstellen können, da reinwürfeln können. Also das Spiel kann man, glaube ich, ganz gut überall spielen. Und ja, letztlich ist es mal wieder Kniffel mit einem Twist. Also es gibt ja Kniffel in allen möglichen Varianten. Aber ich finde, das hier ist eine der spaßigeren. Also wie gesagt, wenn ich das Spiel Ostern mit nach Hause nehme und meine Familie zeige, ich glaube, die werden das extrem gut finden. Und was ich eben besonders gut daran finde, ist, dass man wirklich mit seinen Mitspielern auch ein bisschen interagiert, weil man muss immer ein bisschen, was heißt interagieren, aber ne, so dieses Zocken und Bluffen und gucken, naja, mache ich jetzt, gönne ich ihm die Punkte oder nicht? Oder baue ich da drauf, dass ich doch noch ein gutes Ergebnis bekomme? Was haben die anderen? Man weiß das natürlich nie. Aber man muss sich ähnlich wie auch beim Pokern so seine Wahrscheinlichkeit ein bisschen ausrechnen, beziehungsweise kann das machen, dann hat man wahrscheinlich eher ein Erfolg bei dem Spiel. Und man hat dahinter aber auch noch die Würfelmechanik und, was jetzt noch das Entscheidende ist, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann sagt man, okay, das ist ja irgendwie doch, ne, immer so ein normales Kniffel, relativ langweilig. Man kann dann noch mehr Würfel dazu nehmen
und würfelt dann mit dementsprechend viel mehr Würfeln und nimmt dann die Rückseite. Und dann hat man hier noch so ein paar mehr Optionen. Man kann dann auch wieder seine Würfel mit den ausliegenden kombinieren. Und man kann eben einen Kniffel haben mit 5 Würfeln, einen Royal Pasch mit 6 Würfeln. Also 6 Würfel ist das Maximum, was man kombinieren kann. Man kann ein großes Full House machen, ein Highway. Ein Highway ist eben ne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also so quasi die große Straße, wobei die normale große Straße hier nur aus 5 Würfeln besteht. Man kann 2 Dreier haben, man kann alles Mögliche haben. Man kann 3 Paare haben, ne? 2, 2, 4, 4, 5, 5. Da muss man eben immer noch ein bisschen mehr gucken, ein bisschen mehr überlegen, was kann man da noch so rausholen. Und bei den weißen Würfeln würfelt man einfach in der ersten Runde dann mit 4 Würfeln statt mit 3. Und ja, das bietet natürlich noch ein bisschen mehr Herausforderungen. Da muss man sich überlegen, ob man das haben möchte. Die familienfreundlichere Variante ist natürlich auf jeden Fall die hier. Aber das könnt ihr einfach selbst entscheiden. Und ja, das ist Zock'n'Roll. Wir merken, super einfaches Spiel. Überhaupt nicht das, was ich sonst so total hype und geil finde. Ne, kein Pandemie Legacy, kein Kingdom Death Monster. Es kostet keine 400 Euro. Es ist nicht nur einmal spielbar, es hat keine Kampagne. Aber es ist ein Zockerspiel, es ist spaßig. Ich finde es gut. In meinen Runden ist es gut angekommen. Ich freue mich darauf, es demnächst mit meiner Familie spielen zu können. Und ja, das war's von mir. Ich sage bis bald und tschüss.